Irre gab es aufregende Momente, aber auch viele herausfordernde Schwierigkeiten. Die Fans von Nick P. kennen ihn alle als einen Künstler mit Hingabe und endlosem Einsatz. Obwohl seine Karriere Höhen und Tiefen hatte, wusste er immer, wie er die Kunst aufrechterhalten und weiterhin dazu beitragen konnte. Dadurch entstanden nicht nur beeindruckende Musikwerke, sondern die Fans liebten Nick P. auch für seinen unermüdlichen Geist der Beharrlichkeit und Leidenschaft. Doch neben seinem künstlerischen Erfolg stand Nick P.s Privatleben möglicherweise vor großen Herausforderungen. Familien- und Liebesbeziehungen sind oft sensible Punkte, die sich auf die Stimmung und den Geist der Menschen auswirken können. Die Einzelheiten sind nicht bekannt, aber Nick P. hat möglicherweise herzzerreißende Momente, Probleme und Herausforderungen in seiner Familie und seinem Liebesleben erlebt. Wenn man über die größte Traurigkeit in Nick P.s Leben spricht, könnten es die herzzerreißenden Verluste oder schwierigen Herausforderungen sein, die er bewältigen musste. Es können schwierige Berufsentscheidungen, familiäre Belastungen oder sogar Liebeskummer sein. Allerdings können wir nicht genauer und detaillierter wissen, was Nick P. durchgemacht hat, da er seine privaten Aspekte normalerweise sehr privat hält. Wir als Fans haben die Verantwortung, Nick P.s Entscheidung, Teile seines Lebens privat zu halten, zu unterstützen und zu respektieren. Dieser Respekt ist nicht nur ein Ausdruck der Zuneigung, sondern auch eine Anerkennung dafür, dass jeder Mensch persönliche Emotionen und Herausforderungen erlebt. Wir können uns an Nick P. nicht nur durch seine künstlerischen Erfolge erinnern, sondern auch durch seine Nöte und seine Trauer, denn das ist die aufrichtigste Art, unser Mitgefühl und unsere Unterstützung zu zeigen. Im Leben eines jeden Künstlers ist jeder Punkt und jede Erfahrung eine einzigartige Geschichte, und Nick P. ist da keine Ausnahme. Seine Reise enthielt sowohl helle Momente des Glücks als auch dunkle Nächte voller Herausforderungen. Fans sehen bei hellem Licht oft nur die Oberfläche eines perfekten Auftritts, doch dahinter verbergen sich emotionale Geschichten, Geheimnisse und verborgene Traurigkeiten. Nick P. stand möglicherweise nicht nur in seiner Karriere, sondern auch in seinem Privatleben vor großen Herausforderungen. Menschen, darunter auch Prominente wie er, stehen oft unter ständigem Druck durch das Berufsleben und den Ruhm. Dieser Druck kann zu Momenten der Traurigkeit und Erschöpfung führen, in denen man das Gefühl hat, der endlose Wettlauf um Perfektion sei verloren gegangen und die Authentizität verloren gegangen. Familie und emotionale Beziehungen sind ebenfalls ein wichtiger Teil des Lebens, und Nick P. war in diesen Bereichen möglicherweise mit Umbrüchen und Herausforderungen konfrontiert. Herzzerreißende Momente des Verlusts, Familiengeheimnisse oder schwierige Entscheidungen haben möglicherweise die größte Traurigkeit in seiner Seele ausgelöst. Wenn wir an Nick P.s größte Traurigkeit in seinem Leben denken, könnte es der Schmerz aufgrund schwieriger Entscheidungen oder irreparabler Verluste sein. Jeder Mensch trägt seine eigenen Leidensgeschichten mit sich, und das ist möglicherweise der wichtigste Teil von Nick P.s persönlicher Reise. Als Fans haben wir die Verantwortung, Nick P. nicht nur für sein Talent und seinen Erfolg zu lieben, sondern auch für den starken Geist und das Mitgefühl, das er mit der Welt teilt. Denken Sie immer daran, dass sich hinter den hellen Bühnenlichtern echte Menschen mit ihren eigenen Gefühlen und Erfahrungen befinden. Er verdient Respekt und Unterstützung nicht nur, wenn er auf dem Höhepunkt des Ruhms steht, sondern auch, wenn er sich den schwierigsten Herausforderungen stellt. Das Leben von Nick P. kann als eine Geschichte von Stärke, Ausdauer und authentischem Ausdruck betrachtet werden. Fans können ihn nicht nur durch glückliche Tage, sondern auch durch schwierige Zeiten begleiten und unterstützen. Unser Einfühlungsvermögen und unser Mitgefühl sind wichtige Teile im Gesamtbild von Nick P.s Leben. Wenn wir einen bestimmten Aspekt des Künstlers betrachten, musste er möglicherweise große Verluste überwinden oder unvorhergesehene Schwierigkeiten bewältigen. Es können persönliche Belastungen, herzzerreißende Entscheidungen oder sogar schmerzhafte Ereignisse außerhalb des künstlerischen Lebens sein. Die Fans von Nick P. möchten,
wie in vielen anderen Fällen auch, ihr Idol nicht nur durch große Erfolge, sondern auch durch Prüfungen und Sorgen verstehen und unterstützen. Es ist wichtig, nicht nur die hellen Aspekte zu bewundern, sondern auch die schwierigen Aspekte mitzufühlen und zu teilen, denn so können wir eine tiefe und aufrichtige Bindung zu dem Künstler. Ein neues Problem, wo es keine Hilfen gibt, die Studierenden einfach selbst lösen müssen, unterstützt man sozusagen Studierende sukzessive beim Lernen von Problemen, beim Lösen von Problemen dieser Problemklasse. Wie gibt man so ein Lösungsbeispiel? Naja, man kann es jetzt einfach so als Text machen, wie ich es ja gemacht habe. Eine Variante, die das Expertendenken beim Lösen noch ein wenig mehr hervorstellt oder hervorhebt, ist ein prozessorientiertes Lösungsbeispiel oder ein Process-Oriented Worked Example. Das kann man beispielsweise machen, indem man eine Demonstration macht, in der man vorführt als Experte, wie man das Problem löst und dabei erklärt, wie man es löst und welche Ziele und so weiter man damit verfolgt. Das kann man ja aus einem einfachen Programmcode, den man vorgesetzt bekommt, nicht rauslesen und insbesondere auch nicht, in welcher Reihenfolge der aufgeschrieben wurde. Also man codet ja nicht von oben nach unten, sondern man codet ja gemäß bestimmter Heuristiken, die man sich angeeignet hat. Und das kann man sehr gut darstellen in einer Demonstration vor dem Seminar, vor dem Tutorium per Beamer oder als Video, als Tutorial, in einem Videotutorial erkläre, wie ich das Problem löse und dabei möglichst mein Expertendenken externalisiere. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel anfangen, ne? Ich tue es mir so, als wäre das jetzt hier ein Process-Oriented Word Example. Ja, ich bin, wie löst dieses Problem und so. Ich muss also hier das Array mit 100 Elementen in irgendeiner Weise durchlaufen. Wie mache ich das? Dafür wende ich am besten eine Schleife. Und ich schreibe mir schon mal hier hin, vor Schleife könnte man verwenden und öffne eine Klammer und ich schließe auch gleich die Klammer, damit ich nicht vergesse, die zu schließen. Das ist zum Beispiel eine Information, die kriegt man aus dem abgedruckten Code nicht raus, ja, dass ich so etwas tue. Aber das kann man sehr gut im Video erklären. So, wie laufe ich jetzt die Schleife durch? Vielleicht brauche ich wieder hier so einen Schleifenindex und ich laufe vielleicht von i gleich 0, ist ja das kleinste Element im Array. Das größte ist 99, also kleiner 100 und i++, also ich laufe sozusagen sukzessive immer inkrementell höher und greife so auf die Array-Elemente zu. Und jetzt muss ich vielleicht vergleichen, das mache ich mit einer Bedingung, if, also wenn der bereits gespeicherte smallest Wert, weiß ich nicht so genau, größer ist als